Die schließen sich aber manchmal so ein bisschen zurück als Buraner. Es sind aber Gelsenkirchen. Edler, so ein bisschen so feiner. Ja, ihr findet immer, das ist was Besonderes. Aber wir belächeln euch. Nein, Quatsch. Man sagt auch, so ein typischer Gelsenkirchener zu Menschen, die sofort die Meinung sagen. Ja. Oder ist ein richtiger Schalker, sagt man auch. Ist die Wahrheit. Die sind einfach brutal ehrlich. Und wenn man ehrlich ist, dann hat man kein Problem mit den Gelsenkirchenern. Also ich bin rein, also durch und durch chirurgische Schwester. Seit 2000 bin ich dann hier im Haus, habe meine Ausbildung hier gemacht. Ja, habe dann zwischendurch meinen Mann kennengelernt, 19 Jahre auf der Allgemeinchirurgie gearbeitet. Jetzt habe ich die Pflegebereichsleitung der kompletten Chirurgie im Haus. Ich habe zwei Kinder, habe den Mann immer noch. Ich bin ein sehr direkt und ehrlicher Mensch, was auch nicht unbedingt bei jeder gut ankommt. Positive Seite ist, dass ich in Gelsenkirchen bin, natürlich, da wo man was im Herz ich sagen darf. Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Ja. Sei es die Praktikanten, die Schüler, die Ärzte, ja. Schwestern. Jeder Patient wird bei uns herzlich aufgenommen. Und jeder Patient wird behandelt. Wird behandelt, genau. Und gleich behandelt. Also wir machen keinen Unterschied, was für ein Mensch. Ne? Das ist einfach, die sind einfach menschlich, werde ich sagen. Dass man die Menschen wertschätzt, dass man offen ist und auch jeder Mensch die Chance gibt. Ne? Und das ist wichtig. Das heißt, man hat mir die Chance gegeben und ich habe auch bewiesen, was ich konnte. Und jetzt bin ich da, wo ich bin.